Cordyceps heißt Raupenpilz. Und das ist ein Pilz, der als Parasit in einer bestimmten Schmetterlingsart im Himalaya vorkommt. Also in einer Schmetterlingsart, die nur über ungefähr 300.000 Metern nur im Himalaya vorkommt. Und nur da befällt der Cordyceps diese Schmetterlingsart, konkret die Larven, frisst sich dann durch die Larve durch und kommt irgendwann oben als Fruchtkörper raus. Gucken, so sieht es dann aus. Bisschen brutal. So werden die eigentlich seit ein paar hundert Jahren geerntet und vermahlen. Und in der chinesischen Medizin wird es auch mit Gold aufgewogen, vor allem für die Potenz. Heute wissen wir zum Glück, also der Cordyceps ist der einzige Pilz, den wir eigentlich nur noch als Myzel im Bioreaktor oder halt in so Kulturgläsern hier anbauen, weil der in der freien Natur mit den Raupen langsam vom Aussterben bedroht ist und hier die Kultur sehr viel nachhaltiger ist, was auch ohne Raupe stattfindet. Also er bildet im Grunde hier in einem synthetischen Medium, in einem veganen Medium, dieselben Wirkstoffe wie in der Raupe. Da hat man in China über 30 Jahre lang geforscht und seit den 80er Jahren wissen wir, wie das geht. Also es geht heute ohne Raupe mit denselben Wirkstoffen, mit derselben Potenz. Und das war es auch schon hier. Und warte mal, dann switche ich mal die Präsentation. Ohne Raupe konkret, ist das appetitlicher. Bitte? Ohne Raupe da etwas appetitlicher für viele Menschen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt die Frage, was können die zwei und warum sind die für die Hormone so gesund? Ja. Reishi lindert erstmal alles, was unsere Hormone durcheinander bringt. Und das, was unsere Hormone maßgeblich durcheinander bringt, ist Stress, Entzündungen, Schlafprobleme, Entgiftungsprobleme und Nährstoffmängel. Und da haben wir noch ein eigenes Interview. Aber das bringt der Reishi im Grunde deswegen Allheilmittel. Der kann wirklich diese Balancen wiederherstellen. Der kann unsere chronischen Entzündungen lindern. Der hat starke Antioxidantien, aber auch starke Botenstoffe, die unsere Antioxidationskraft quasi neu startet. Kann über die Leber und den Darm die Entgiftung anregen. Hat auch sehr, sehr viele Bitterstoffe. Wer da mal in den Reishi reingebissen hat, der merkt das. Kann das Immunsystem wieder auf Vordermann bringen, kann den Vagusnerv aktivieren, also wird im Darm direkt an den Vagusnerv binden und dann über den Vagusnerv ins Gehirn hoch das Signal übertragen, dass man abends zur Ruhe kommt und langsam schläft. Also so die wichtigsten Ursachen für hormonelle Disbalancen kann der Reishi wieder ins Lot bringen. Und dann kommt der Cordyceps. Der Cordyceps gilt als Pilz für mehr Energie. Und das macht der Cordyceps in erster Linie, indem er unsere Hormonachse, Schilddrüse, Nebenniere, Geschlechtsorgane anregt. Das ist so die wichtigste Hormonachse, die mit Energie, auch Libido, Fruchtbarkeit, Ausstrahlung einhergeht. Und der Reishi beseitigt im Grunde viele dieser Ursachen. Und der Cordyceps wirkt dann anregend auf diese Hormonachse. Also regt die Schilddrüse an auf gesunde Weise, ist gleichzeitig entzündungshemmend, antioxidativ, aber auch anregend auf die Schilddrüse. Das heißt, auch bei einem Hashimoto-Patienten kann er sowohl anregen als auch die Entzündung lindern. Auf die Nebenniere wirkt er wie ein natürliches Cortisol-Derivat, also kann nachhaltig und gesund stimulieren, ohne eine gewisse Abhängigkeit zu erzeugen. Und wirkt auch anregend auf unsere Geschlechtsorgane. Da gibt es auch ein paar coole Studien mit Sportlern, auch mit Frauen in den Wechseljahren, Frauen mit TMS, diverse Studien, die gezeigt haben, dass der Cordyceps die Libido, die Fruchtbarkeit, generell die hormonelle Power und unsere Energie wieder steigert. Und das ist so die Kombination, die ich hinsichtlich Hormone empfehlen kann. Alle Heilpilze haben ihre Daseinsberechtigung und helfen unserem Körper gesünder zu werden, helfen unserem Immunsystem, helfen unserer Verdauung, Entgiftung. Aber hinsichtlich Hormone sind die zwei wahrscheinlich so die stärksten, weil der eine die Ursachen beseitigt und der andere einfach aufs Gaspedal drückt. Und da gab es auch echt schöne Studien, die man in China gemacht hat. Hat man einmal unter anderem herausgefunden, dass der Cordyceps die Nebenniere und die Thymusdrüse reguliert und die Fruchtbarkeit erhöhen kann. Also es ist alles auch in der Wissenschaft gut bekannt. Und eben teilweise bei Frauen mit PMS hat man gesehen, weniger PMS-Symptome. Liegt auch daran, dass das Östrogen-Progesteron-Gleichgewicht wiederhergestellt wird oder verbessert wird und dass die Libido ganz dramatisch teilweise gesteigert werden konnte.
Und Libido ist ja ein Zeichen von mir geht's gut. Und Libido zeigt auch, meiner Schilddrüse geht's gut, meiner Nebenniere geht's gut. Also wenn es der Libido gut geht, dann weiß ich, meine Hormone sind wieder in der Balance. Und deswegen sind so die zwei Pilze konkret die, über die ich am liebsten rede. Die sind auch sehr wertvoll, habe ich auch bei vielen Menschen gute Erfahrungen erlebt. Und kann ich auch vielen Menschen empfehlen. Gibt es eine Kontraindikation bei den Pilzen? Würdest du es irgendwann nicht empfehlen? Also bei Reishi gibt es keine Kontraindikation, die ich kenne. Bei Cordyceps sind so Schwangerschaft und Stillzeit Kontraindikationen, weil da gibt es keine Studien. Mhm. Also wahrscheinlich funktioniert es trotzdem, aber bei Cordyceps, einfach weil er hormonell anregend wirkt, weiß man nicht, wie sich das in der Schwangerschaft und in der Stillzeit auswirkt. Deswegen würde ich da dann eher zu Reishi und Co. raten. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich dann nur Sachen rate, die in Studien als sicher herausgestellt wurden. Nee, ansonsten, Reishi geht immer. Reishi geht auch hochdosiert. Da gibt es auch Studien, wo man probiert hat, überzudosieren. Geht nicht. Okay. Cordyceps so ab 3-4 Gramm extraktähnlich, wirklich stark anregend. Und da ist man ein bisschen aufgedreht, wie so ein Hampelmännchen. Deswegen Cordyceps in einer guten Dosierung, 0,5 bis 1 Gramm am Tag, nachhaltig, aber nicht zu viel. Und eben Schwangerschaft und Stillzeit sind wahrscheinlich noch die Sachen. Und es gibt, auch weil der Hormon anregend wirkt, es gibt hormonabhängige Krebsarten, bei denen ich vom Cordyceps abraten würde. Reishi geht, aber hormonabhängige Krebsarten wie Prostata oder Brustkrebs, da kann der Cordyceps das Wachstum eher noch beschleunigen. Soll aber jetzt keine Angst machen. Also nur wenn ein Krebs schon da ist und man weiß, dass der Krebs hormonabhängig ist, wird der Cordyceps hier beschleunigend. Ansonsten sind Reishi und Cordyceps auch in der Krebsprävention sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ja. Super Hinweis auf jeden Fall, weil ich denke, da brauchen auch viele den Input, um da das Ganze sicher anzuwenden. Aber wie du sagst, fast jede Anwendung ist da möglich und bis auf die 2-3 Ausnahmen geht es auf jeden Fall immer. Sehr gut. Wie wirken jetzt die Produkte, beziehungsweise wie würdest du die konkret empfehlen, wenn jetzt hormonelle Beschwerden, gerade so Schilddrüsenprobleme sind ja schwierig, wie einnehmen, Kapselform, Pulverform, wie gibt es das zu kaufen da draußen, wie können sich die Menschen das vorstellen und wie integrieren sie das dann in ihren Alltag, um das auszuprobieren? Merken die es auch schon nach 1-2 Tagen was, nach 1-2 Anwendungen, wie bei Medikamenten, die ja oft schon nach einer halben Stunde wirken, oder dauert es eine Zeit lang, bis man da was merkt? Die meisten Pilze brauchen ein paar Wochen, um wirklich anzuschlagen und ihre volle Wirkung zu entfalten. Bei Cordyceps und Reishi ist es tatsächlich so, dass man schon mal nach wenigen Tagen merkt, dass sich was tut. Also bei Cordyceps merkt man nach ein paar Tagen, dass man wacher und aktiver wird, eine bessere Stresskompetenz hat. Und einfach so direkte die Auswirkung auf die Hormonachse ist spürbar, so nach 3-4 Tagen bei den meisten. Beim Reishi, wenn man ihn abends nimmt, merkt man in erster Linie, dass man besser schläft und schneller zur Ruhe kommt, so innerhalb der ersten Woche bereits. Aber die volle Wirkung entfalten beide so nach 4 bis 6 Wochen. Also bei Pilzen, generell bei Naturheilmitteln, sollte man ein bisschen Geduld mitbringen, ein paar Wochen dem Zeit geben, es mal 2-3 Monate ausprobieren. Und fast alle, die das dann auch durchziehen und auch gute Produkte in einer guten Dosierung einnehmen, die berichten dann auch, dass es gut funktioniert hat.